Da ist auch noch ein Brunnen. Hier waren die Hundenfrauen. Was bist du? Schattengilde. Also hier war kein Schrein. Gefrorenes Hochland habe ich mir aufgeschrieben. April, Ausdauer, gefrorenes Hochland. Vielleicht in einem der... Ja, genau. In der oberen rechten Stadt. Das ist echt komisch, dass hier drei Städte sind in einem Gebiet. Aber ja, in der oberen rechten Stadt, da war fast gar nichts. Aber da war so ein kleines Pavillon-artiges Ding. Und da drin war der Ausdauerschrein. Ich kann mir ja schon mal meinen Schmierzettel suchen und da Ausdauer aufschreiben. Aus, während ich gerade ausfliege. Ausdauer, so. Da ist der Pavillon. Du betest den Schrein an. Also hier waren wir anscheinend schon. Wir haben es doch immer noch April, oder? Ja, 16. April. Gut. Dann spring du bitte mal Stadtportal nach Blackshire. Auch hier keine Hufeisen. Also man kann das nicht endlos exploiten mit den Hufeisen. Die sind nicht immer wieder da. So, du, der Mann mit den zu vielen Fertigkeitspunkten. Du wolltest dir auch bewahren für eine gewisse Sache, die bald kommen wird. Du wolltest Kette auf 10 bringen. Du wolltest Leder auf 10 bringen. Dafür brauchst du Hufeisen, das ist gut. Haben wir mal einen Verwendungszweck für die. Da und da. Lederexperte. Und du wolltest auch Kette auf 10 bringen. Brauchst dafür auch 2 Hufeisen. Sehr schön. Absatzmarkt gefunden. Absatzmarkt erfüllt. Klick. So, Kettenmeister und Ledermeister. Jetzt kommt wieder was Lustiges. Unsere Helden, die jetzt schon 3-mal bei den gewissen Lehrern waren, immer im Abstand von mehreren Monaten oder Jahren, gehen jetzt wieder zu den Lehrern und fragen, wo die Meister sind. Ach ja. So. Hallo. Lederrüstung. Nähe von Bookstone. Also Bookstone. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Oh, hallo. Schön, dass du. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. David Feather in Darkmoor. Das ist vage. Das heißt. Sumpf der Verdammnis, nicht Darkmoor. Oder ist Darkmoor die Stadt im Sumpf? Freehaven nach Süden laufen. Und gucken, ob das Darkmoor war. Also eigentlich nach Süden fliegen, aber das können wir jetzt erst. So. Ching. Bookstone müssen wir auch noch hin. Also Darkmoor irgendwo und Bookstone. Lord Anthony Stone. Es war einer im gefrorenen Hochland, glaube ich. Hier war nicht Stone. Halt! Wer ist da? Herzog Osric Temper, Herr des Westens und oberster Ritter des Reichs. Ja, nee, du hattest nichts für uns mehr. Also einen Auftrag haben wir bei ihm noch, aber der braucht noch. Also, runter. So. Zirkus. Er verfolgt uns. Du, warte mal, stell dich mal richtig hin. So. Sprungpunkte sammeln. Leuchtfeuer. So, da. Dass wir da nicht einfach so durchlaufen können wie durch Butter. Ich will nicht durch Butter laufen. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass wir da einfach nicht durchlaufen können mit einem Schlag und uns freihauen. Das ist echt komisch. Aber ohne Buffs sind unsere Helden echt nicht so wirklich toll. Was sehr irritierend ist. Na gut, also, wir fliegen jetzt zu der Stadt hier unten, hoffen, dass wir an keinen Harpien vorbeikommen, die uns verfluchen, und schauen, wie die Stadt heißt. Im Idealfall heißt sie Darkmoor.
Wenn nicht, dann müssen wir gucken. Oh oh. Nee. Du. Da. Sehr gut. Ich glaube, ich muss höher. Ich hätte anders abbiegen sollen. So, entfluchen. Genau, da ist die Stadt. Und wie kriege ich jetzt raus, ob die Stadt Darkmoor heißt oder nicht? Warum bist du tot? Oh. Du. Das da. Du. Au, einfach alles tot. So. Kaputt. Kaputt, kaputt. Gott. Könnte jetzt ein bisschen dauern mit nur drei Mann. Warte, du. Tot. Nee, du bist nicht tot. Du. Unten heilen. Da. So, hauen, 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 hauen. Also, wie kriege ich jetzt raus, wie dieses doofe Kaff hier heißt? Wir könnten mit den Einwohnern reden, aber die kollaborieren mit Untoten. Jedenfalls laufen hier Untote rum und die Untote tun denen nichts, aber die Untoten tun uns was. Also es ist ziemlich naheliegend. Du. Schön, dass du da bist. Aha. Hier in einem Geld. König Roland. Nee. Hallo. Aha. Hier in einem Geld. Wie geht's? Anhänger von Bar. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Schön, Koch. Dass du da bist. Keiner hat irgendwas über diese Stadt zu sagen. Hallo. Drax. Drax hat Darkmoor nicht mehr verlassen, seit er zu einem Lich geworden ist. Ah, Darkmoor heißt das Schloss hier. Wusste ich doch, dass hier irgendwas war. Okay, also der soll in der Nähe von Darkmoor. Geh weg, du doofes. Okay, stopp. Du. Ja, das da. Jetzt müsste das gleich viel einfacher gehen. Ich darf nur nicht aus Versehen Bürger töten. Gut. Also, da oben ist Schloss Darkmoor. Das heißt, irgendwo hier in der Nähe. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie geht's? Rüstungsschmied. Irgendwo hier in der Nähe ist der Typ. Bis demnächst. Ich denke nicht, dass der direkt oben auf dem Schloss ist. Aber das können wir auch gleich mal gucken. Hallo. Expertenhändler, nee. Geschlossen. Geschlossener Ort. Hallo. Der Drachensand, nö. Hallo. Fossilien, nö. Hallo. Ein Ninja, nö. Nicht Hallo. Vorhandene Türen, Keulenexperte. Weg. Oh, hallo. Und hier waren wir gerade schon. Okay, gucken wir mal hoch. Au. Sie kippt schon wieder um. Du, heilen Sie. Hallo, wie geht's? Hellseher. Hallo, wie geht's? Achso, er will das Buch zerstört haben. So, weg mit hier. Oh, hallo. Schön, dass Meister du des sechsten Sinns und Gerog, ohne aufzureden. Okay, ich habe langsam den Verdacht, dass er doch echt oben auf der Burg ist. Also war nicht in die... Was zur Hölle machst du hier oben? Hallo. Hallo. Ein Bettler. Macht eine komische Geste mit Daumen um Nase und sagt, bah, das Ende der Welt ist nah. Weißt du was? Ich wollte nicht mehr töten. Aber du bist ein Bar-Anhänger. Was für eine Nasenbär, nicht? So. Ist hier irgendwo... Sie zwingen mich dazu. Ich sehe bisher kein Haus. Ich sehe nur die Burg. So, weg, weg, weg. Weg, 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 weg. So.
habt ihr es bald mal. Ich will doch nur gucken, ob ich inzwischen böse bin. Ich bin gemein. Gemein dürfte doch nicht schlimm genug sein, dass wir uns in den Kerker sperren. Das heißt, wir gehen gleich einfach mal spenden und dann ist wieder gut. Aber die haben uns echt dazu gezwungen. Das sind Bahnhänger, das ist der Feind. Okay, eigentlich sind es nur Leute, die dem Feind folgen, weil sie es nicht besser wissen. Aber, aber ja, wir hatten eigentlich einen Plan. Wir wollten hierher gehen. Wir wollten nach einem Lehrer suchen. Und das war, Haus? Nein. Haus? Nein. Sieht aus wie ein Haus, aber es ist alles kein Haus. Oh, zweiter Eingang. Oh, hier ist mir nicht so wohl. Nee, ist derselbe Eingang wie vorher auch. Nichts wie Weg. Nö, also es scheint so, als wenn er doch hier unten irgendwo wäre. Das heißt, ich habe irgendwo ein Haus übersehen. Sowas mag ich gar nicht. Hallo? Wie geht's? Oh, den hier zum Beispiel. Okay. Meister der Kettenrüstung. Meister der Kettenrüstung. Schön. Raus hier aus diesem doofen Kaff. Whitecap. Können wir behilflich sein? Heilmagierung. Spenden, 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 spenden. Möge das Glück mit dir sein. Und da, wir sind achtbar. Wir haben gerade drei Menschen erschlagen, weil sie uns krumm gekommen sind, aber wir sind achtbar, weil wir der Kirche Geld gespendet haben. Sowas gab es früher wirklich, das ist echt beängstigend. Also Ablassscheine und also Gedöns. Aber ja. Burgstone. Wir können immer noch fliegen, das muss ich nicht neu zaubern. Bla bla blub, Anthony Stone. War das der pompöse Diebestyp oder warst du das? Halt! Wer ist da? Erik von Stormgar, das warst nicht du. Warst du der Pompöse? Das heißt, ich kann gleich einfach hier hingehen. Schön, dass du da bist. Ja, Meister Lederrüstung. Okay. Meisterwert für 3000 Gold. Sehr schön. Also, die Damen haben jetzt endlich ihren Meisterrang in ihren jeweiligen Rüstungen. Das heißt, sie werden nicht mehr behindert durch diese Rüstung. Das heißt, sie können schneller zaubern. Schneller zaubern heißt mehr Aua und mehr... Oh. Mehr Aua heißt, wir kommen besser voran in die Dungeons. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Meisterrang für Dolch. Meisterrang für Speer. Meisterrang für Keule haben wir schon. Also Speer und Dolch fehlt noch. Du wolltest deine Punkte auch bewahren. Du... Meditation, ne? Ja, du brauchst die Punkte aber auch für das gewisse Etwas, das bald kommt. Einfach aufbewahren. Haben wir eigentlich inzwischen Tage hinter uns gelassen? Ein paar, ja, aber nicht genug. Heißt, wir reisen jetzt nochmal irgendwo hin. Was wir von hier allerdings nicht können. Freut mich, dich zu Gute Nacht. So, schlafen wir einfach mal und springen wohin, wo wir reisen können. Neue Sorbika zum Beispiel. Reisen. Brauchst du ein Pferd? Sattel die Pferde. So. Das war jetzt aber nicht lange noch, hm? 28. Brauchst du ein Pferd? Ein Tag bis zur Arena. Nee, komm, ich will nicht zur Arena. Das ist mir zu doof. Weg. Brauchst du ein Pferd? Zwei Tage bis Neusorpigal. Nein. Brauchst du ein Pferd? Vier Tage bis Freehaven. Das ist schon viel besser. So, wir haben jetzt den 6. Mai. Achso, wir haben ein paar Tage geschlafen, okay. Mai ist Geschicklichkeit und das ist in Freehaven. Das passt doch. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo das hier in Freehaven ist. Du kannst schon mal ein bisschen buffen und du kannst fliegen. So, Karte. Geschicklichkeit. Da war ein Dungeon, da war ein Dungeon, hier war ein kleines Dorf, da war ein Dungeon, da ist irgendwas Komisches. Ich
glaube, ich fliege mal zu dem irgendwas komischen hin. Oh, oder hier? Das sieht schön klein aus. Mach mal tot. Danke.